Für mich persönlich ist 14 die Verbindung zwischen Aufnahmen, die ich als Kind gemacht habe und jetzt auch als Erwachsener gemacht habe. Und ich glaube, dass so ein Stück weit meine Geschichte mit dieser CD zusammenwächst. Und ich sehr, sehr froh bin, dass es endlich nach so vielen Jahren rauskommt. Die 14 war die dritte Platteneinspielung, die ich bei der Deutschen Grammophon gemacht habe. Nach den Recital-Aufnahmen mit Alexander Markovic und dann den Mozart-Violinkonzerten mit Claudio Abbado hatten wir vorgenommen, etwas Virtuoses zu machen. Und so entstand eigentlich dieses Album mit sehr, sehr vielen virtuosen und auch kurzen Showpieces. Ich wusste, dass diese Aufnahme immer existiert hat und habe das also auch immer im Hinterkopf in den letzten paar Jahren gehabt und war auch der Initiator dieser ganzen Idee, das nach so vielen Jahren wieder mal offiziell rauszugeben, das Album, einfach nur, weil ich es in der letzten Zeit auch durch Zufall nochmal gehört habe und ich fand es sehr schade, dass es damals nicht rausgekommen ist. Rückblickend sind das natürlich Stücke, die immer in meinem Repertoire gewesen sind, die sich da auch manifestiert haben. Und da ich ja nicht wusste, dass dieses Album irgendwann mal rauskommt, habe ich mir natürlich gedacht, das sind tolle Stücke. Ich nehme sie jetzt nochmal im Nachhinein auf. Jetzt da 14 rauskommt, kann man natürlich dann wunderbar vergleichen. Zu der Zeit hatte ich sehr, sehr viele Mentoren. Unter anderem weiß ich, dass ich viele der Stücke mit Isaac Stern noch vor der Aufnahme in Verbier gearbeitet habe. Ich habe in der Zeit angefangen, auch gleichzeitig mit Menuhin ein bisschen zusammenzuarbeiten. Ida Händel war da auch jemand, der sehr, sehr viel Zeit sich mit mir genommen hat. Why was he talented? The sound and the approach was so mature that nobody believed that he was only a child. He was already a very, very fine musician when he was a kid. You know, he had that sense, you know, phrasing and stuff like that. Natürlich, klar, erkenne ich mich wieder. Das, was ich spiele, sicherlich auch viele Sachen, die ich nicht mehr so machen würde. Das war halt alles sehr, sehr viel mit Instinktentscheidungen gespielt und das sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, mit 14 Jahren sowas zu machen, das ist schon, ich will nicht sagen, dass ich von mir selbst beeindruckt bin, aber es war schon sehr, sehr gut. Es ist alles da. Also man kann nicht sagen, ich kann zumindest nicht sagen, dass es technisch nicht auf einem absoluten Top-Level ist und musikalisch auch. Man entwickelt sich halt im Leben weiter, man macht Sachen nicht mehr genauso, wie man es früher gemacht hat. Aber für das, was es ist, ist es großartig.